Kratzbäume, Katzenklos, Spielzeug und das in jedem einzelnen Raum des Hauses. In diesem Mietshaus in Geltendorf im Landkreis Landsberg am Lech wohnen 30 bedürftige Katzen. Mir haben sehr viele Leute angesprochen nach dem Tod meiner Mutter. Vermietest du das Haus? Du hast ja nichts davon und kriegst doch eine Miete und so. Aber mir gibt es viel mehr mit den Katzen, wenn ich denen helfen kann. Die 65-jährige Barbara Weberschock hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, bedürftigen Katzen zu helfen und sie zu vermitteln. Sie selbst wohnt zwar im Haus daneben, doch die meiste Zeit verbringt sie im sogenannten Mietshaus. Denn die Katzen machen jede Menge Arbeit. Vor allem, man muss es jeden Tag mehrmals, ob man krank ist oder ob man keine Lust hat, egal. Man muss immer putzen und sauber halten. Und das ist schon manchmal viel Arbeit, aber man macht es gerne für die Katzen. Seit 30 Jahren pflegt die heutige Rentnerin ehrenamtlich Katzen. Die ganz jungen Tiere bekommen von ihr alle 2 Stunden ein Fläschchen Milch, auch nachts. Selbst nach 30 Jahren ist es nur schwer, Babykatzen abzugeben, also gerade welche, die man mit der Flasche aufzieht. Sie sind einem ans Herz gewachsen, gerade wenn schwere Schicksale hinter sich haben, dann ist es schon schwierig. Finanzielle Unterstützung bekommt die Rentnerin dafür vom Tierschutzverein. Der Verein übernimmt nahezu alle Kosten für Futter, Katzenstreu oder auch Tierarztbesuche. Aufhören will Barbara Weberschock nicht. Ein Leben ohne Katzen könnte ich mir nicht vorstellen. Wir haben immer Katzen gehabt und wir es auch hoffentlich bis ins hohe Alter haben können. Bedürftige Katzen dürfen sich also vermutlich noch viele weitere Jahre darüber freuen, dass sie in diesem ganz besonderen Haus einen Platz finden.